Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Heute dreht sich alles so im Wesentlichen um Streckendekoration. Das sind auch, muss ich gleich dazu sagen, olle Kamellen. Also die Zeitraffer habe ich geschnitten vor über einem Monat. Das heißt, das Gebastel ist schon weit über einen Monat alt. Also teilweise sind da, glaube ich, noch Sequenzen drin, die kurz nach Silvester entstanden sind. Also wirklich richtig altes Zeug. Das ist jetzt natürlich alles nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr up to date. Damals hatte ich noch bei weitem nicht die Methoden und Mods zur Verfügung, die es heute gibt. Deswegen ist das alles ein bisschen altbacken, outdated, nicht mehr wirklich am Zahn der Zeit sozusagen. Aber ich dachte mir, ich habe kurz überlegt, ob ich es nicht vielleicht tatsächlich wegschmeißen soll, aber dafür wäre es wirklich zu schade gewesen und auch einfach zu viel Aufwand. Ich denke mal, ein paar brauchbare Sachen sind schon mit drin, wo man sich vielleicht ein bisschen was abschauen kann. Der Bauabschnitt, an dem ich im Übrigen aktuell hier unterwegs bin, wird noch gezeigt. Also die Entstehung der Stadt, die sich hier befindet, oder eine kleinere Ortschaft mit einem Durchgangsbahnhof, das kommt auf jeden Fall noch, das ist fest eingeplant. Muss allerdings auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden mit den neu erschienenen Mods und dann kann ich das auch zeigen. Deswegen sind wir jetzt hier einfach in einem Bereich unterwegs, den ich so noch gar nicht gezeigt hatte. Und ursprünglich war es natürlich geplant, erst den Bahnhof und diese Ortschaft hier zu zeigen und dann so diesen ganzen Deko-Kram nochmal in eine eigene Folge packen. Aber jetzt muss das Zeug einfach mal raus. Ich will das jetzt auch mal von der Platte haben, weil sich die Sachen ja einfach, also die Baumöglichkeiten halt einfach so dermaßen verändert haben im Laufe der Zeit. Das muss jetzt mal raus hier, das ganze Zeug. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein paar ganz nette Sachen sind auf jeden Fall mit drin hier zum Thema Streckengestaltung. Ich habe jetzt hier mal so diesen ganzen Bahndamm so etwas in Form gebracht. Mit der Deko-Mod, die von Peugeot Racer konvertiert wurde, wo eben diese ganzen Brückenköpfe, Dammwände, Schallschutzwände, ich weiß gar nicht, was da noch alles mit drin ist. Das gibt es auch schon, also gab es in Transport Fever schon. Sehr, sehr lange, ist sehr, sehr früh, glaube ich, schon erschienen und wurde jetzt eben nochmal konvertiert. Und auch das ist eben jetzt einfach, also gerade schön der Vergleich zur letzten Folge, wo ich wirklich hochwertige Grundstücke gebaut habe. Und das ist jetzt eben hier so eine ganz, ganz simple Bauweise. Ganz am Anfang habe ich ja eben fast nur diese vorgefertigten Vanilla-Grundstücke genommen und die dann halt noch so ein bisschen aufgewertet mit Zäunen und Hecken und so weiter. Und alles, was eben zum damaligen Zeitpunkt zur Verfügung stand. Das ist schon ein harter Kontrast, wie ich finde. Wobei ich diese Grundstücke auch immer noch benutze. Also einfach, wenn es mal schneller gehen muss, wenn das alles nicht so detailreich sein soll, dann kann man die auf jeden Fall auch gut verwenden. Spricht überhaupt nichts dagegen. Und diese ganzen gezielt platzierbaren Bäume, die ich jetzt auch schon sehr, sehr oft verwendet hatte, die hatte ich hier natürlich auch noch nicht mit an Bord. Also deswegen bei der ganzen Begrünung, bei dem ganzen Bahndammbewuchs und so weiter, musste ich halt auch noch echt ganz schön massiv improvisieren. Das hat sich auch alles deutlich geändert. Hier hatte ich eben nur diese Gebüscharten zur Auswahl damals, die auch noch Kollision hatten, die man nicht in der Größe verstellen kann. Das war alles schon noch ganz schön mühsam zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem sieht es am Ende des Tages alles nicht so schlecht aus. Diese Graspatche, die sind alle aus dem Asset Expansion Paket. Das ist auf jeden Fall ein schönes. Das sind schöne Assets, die ich immer noch gerne verwende. Und so habe ich dann eben hier so die Gleisbereiche ein bisschen begrünt. Was generell auf jeden Fall ein wichtiges Stilmittel ist, wie ich finde. Alles ein bisschen zuwuchern lassen. Nicht zu viel, aber ein bisschen was muss da schon in der Gegend rumwachsen. Dann diese Stromkästen. Ich weiß bis heute nicht, in welcher Mod die enthalten sind. Ich weiß nicht, wo ich die hier habe. Plötzlich sind sie aufgetaucht. Ich nehme mal an, ich habe irgendeine Mod installiert und dann gab es irgendwann ein Update und diese Stromkästen sind mit dazugekommen. Aber ich weiß echt nicht, wo die drin sind. Ist mir bis heute ein Rätsel. Plötzlich waren sie da. So, noch ein paar Gleiszäune mit dazu gepackt.
Und der nächste Abschnitt ist fertig. So, dann bin ich, dann auch auf allen möglichen Orten der Karte nochmal unterwegs gewesen und habe dann diese ganzen Hinweisschilder noch aufgestellt. Die sind kurz davor erschienen gewesen. Und dann habe ich die Dinger mal verteilt. Also ich gehe dann einfach, ich lasse mir einfach diese Geschwindigkeitslimits immer anzeigen. Kann man links oben kann man das auswählen, dieser Tacho, dieses Tacho-Icon. Dann sieht man die Gleisgeschwindigkeiten und kann dann entsprechend die ganzen Geschwindigkeitstafeln aufstellen. Genauso wie die Haltepunkttafeln hier, die immer, glaube ich, ziemlich genau im doppelten Bremswegabstand zum nächsten Bahnhof platziert werden, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Soll ja schon alles halbwegs realistisch sein, also zumindest nicht komplett utopisch. Dann die Dinger werden vor Bahnübergängen platziert, das ist, glaube ich, der Einschaltpunkt für die Bahnübergänge. Naja, und in dieser Bastelsession habe ich dann eben, oder verteilt über mehrere Abende, diese ganzen Hinweistafeln entlang der ganzen Strecke verteilt. Und bei der Gelegenheit auch hier und da einfach noch ein bisschen Dekoarbeit vorgenommen. Also das passt auf jeden Fall fast immer zusammen. Mittlerweile Gleisgeschwindigkeiten mit den passenden Geschwindigkeitstafeln, dann hier diese Schneeflugtafeln, die kommen immer bei Brücken hin, Unterführungen, ja, je nachdem, wie sie halt gebaut sind. Aber auf jeden Fall Brücken und Bahnübergänge, da sind die Dinger immer zu finden. Dann werden noch ein paar Hecken verteilt. So, kleiner Bastelfehler. Komm. Kommt vor. Des öfteren Mal. Und hier war eben dieses Kurvenfeature auch noch nicht veröffentlicht für die Gleiszaun- bzw. die Zaun- und Mauern-Mod. Sieht zwar trotzdem ganz ordentlich aus, aber nicht ganz perfekt. Aber hier habe ich zum Beispiel schön mit diesem Gleis Abstand gebastelt. Das ist natürlich ein super Feature, wenn man irgendwie Gleiszäune bauen möchte. Kann man sich einfach schön den Abstand in dem Schieberegler einstellen und hat dann immer einfach genau den perfekt gleichen Abstand zum Gleis. Sehr, sehr schöne Geschichte. So, dann geht's hier nochmal mit Oberleitungsmasten weiter. Hier sieht man auch schön, hier stehen wieder die Oberleitungsmasten mitten in den Gleisen, was ja oft passiert, wenn man Weichen setzt. Deswegen werden hier mal die Gleise ausgetauscht gegen die Variante ohne Oberleitungsmasten und dann werden die Oberleitungsmasten per Hand platziert. Auch hier nochmal der Hinweis, weil das ein paar Mal in den Kommentaren kam, einige Leute scheinen nicht allzu viele zu sein, aber einige Leute scheinen doch irgendwie Probleme zu haben mit diesen Oberleitungsmasten, dass da die Abstände zu den Gleisen nicht stimmen. Ich habe keine Erklärung dafür, Leute. Also kein blassen Schimmer, aber ich habe die installiert und die funktionieren von Anfang an einwandfrei. Alles kein Problem. Also wenn ihr Probleme habt, dann schreibt den Modder an, postet im Forum. Aber ich kann euch da leider nicht helfen. Also ihr habt wirklich... Einzige Erklärung ist für mich grundsätzlich immer, wenn sowas auftritt oder sowas ähnliches, dass ihr irgendeine Mod installiert habt, die mit dieser Mod nicht zusammenpasst. Also irgendwas Richtung Gleismodifikationen. Da gibt es ja vieles im Workshop und das wird auch nicht alles zusammen funktionieren. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Das wäre so der einzige Ansatz, den ich habe. Aber ansonsten am besten im Forum posten oder meinetwegen im Steam-Workshop irgendwo ein Thema eröffnen oder mal schauen, ob schon jemand anders vielleicht was Ähnliches gepostet hat. Aber das höre ich zum ersten Mal. Also habe ich selbst noch nie erlebt, dass irgendwas mit diesen Oberleitungsmasten nicht zusammenpasst. Ich habe auch nochmal geschaut. Die sind auf jeden Fall in dem Gleispaket Deutsche Gleise von Rheingold mit enthalten. Steht auch so in der Beschreibung mit drin. Da ist eben diese Oberleitungsmasten-Modbox, so nennt sich das, mit enthalten. Und ich habe, wie gesagt, von Anfang an überhaupt gar keine Probleme damit gehabt. So, dann wird hier noch ein bisschen weiter ausdekoriert. In Bad Nauheim sind wir mittlerweile angekommen. Gepäck wird verteilt, diverse Personenassets werden verteilt, um den Bahnhof einfach ein bisschen lebendiger zu gestalten. Dann wieder hier diese
Stromkästen, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Weitere Oberleitungsmasten. Und dann haben wir die Geschichte hier auch schon ein bisschen weiter in Form gebracht. So, das sind wirklich richtig olle Kamellen hier. Der Bahnübergang, aber ich glaube, gefilmt habe ich da schon ein paar Mal. Da ist also die Zeitraffer von dem BÜ, von der BÜ-Gestaltung reingeraten. Ich habe mich schon gefragt, wo die eigentlich hin ist. Weil mir war schon klar, dass ich diesen Bahnübergang noch nie gezeigt habe, wie ich das ausgestaltet habe. Wobei das mittlerweile natürlich auch ein bisschen besser geht, muss ich wahrscheinlich nicht dazu sagen. Lässt sich alles ein bisschen netter gestalten. Schon allein durch den Baum-Mod, wo man die Bäume gezielt platzieren kann. Und Leitplanken sind ja irgendwann auch dazugekommen bei dem Zäune-Mod. Passt auch super für die BÜ-Gestaltung, sieht man auch relativ häufig, dass da einfach Leitplanken mit dran gebaut werden. Hier nochmal ganz simpler Grundstücksbau. Das, was ich vorher erwähnt habe, also diese simpelste Methode, einfach diese fertigen Grundstücke dort platzieren und halt dann noch so ein bisschen ergänzen. Eine Mauer außenrum, ein bisschen Grünzeug und vielleicht noch ein, zwei Autos parken, wenn man Bock hat. Dann wird dieser Bereich hier noch so ein bisschen gefüllt. Auch noch mit der alten Methode, sage ich mal, also weil mittlerweile pinsel ich die ganzen Felder ja einfach nur auf. Das geht natürlich wesentlich leichter. Bisschen Dekokram hier noch verteilt. Und dann machen wir hier ein paar Meter weiter, noch ein bisschen weiter. Das waren, glaube ich, die ersten Signalsockel, die ich versucht habe zu bauen. Da stimmen halt jetzt die Dimensionen nicht, ne? Das ist alles viel zu groß noch. Aber grundsätzlich kann man das mit der Viaduktbaumod schon gut umsetzen. Einfach einen simplen Signalsockel. Ja, generell mache ich die Fläche mittlerweile einfach ein bisschen kleiner. Aber so die Kombination, einfach so einen Betonklotz dahinstellen und das Ganze mit so einem kleinen Gleiszaunelement kombinieren, das funktioniert auf jeden Fall gut. Finde ich, ist ein überzeugender Gleissockel. Wie gesagt, nur ein bisschen kleiner halten das ganze Ding, dann passt das schon. So, dann wo geht's weiter? Nochmal ein paar Zäune setzen entlang der Gleise. Auch hier schön um den Abspannmasten rumgebaut. Dann hier wieder mit Gleisabstand gearbeitet. Und so geht das alles doch relativ flott über die Bühne. Man muss natürlich auch nicht alle Gleise einzäunen, aber so in Ortschaftsnähe oder dort, wo vielleicht irgendwelche Wanderwege sind oder Straßen ganz nah dran sind, finde ich das schon eine ganz brauchbare Maßnahme. Vielleicht übertreibe ich es ein bisschen damit, das kann schon sein, aber ich finde es nicht so verkehrt. So, ein paar Details noch setzen, so eine kleine Radlergruppe kommt hier noch dazu, die sich gerade die vorbeifahrenden Züge ein bisschen anschauen. Und generell einfach nochmal ein paar Personenassets verteilen. Noch ein bisschen weitere Gleisdekoration. Hier dieses kleine Stellwerk noch platziert. Nochmal einen weiteren Gleiszaun reingezogen. Und so wird das alles immer detailreicher hier, die ganze Geschichte. So, dann sind wir auch fast durch für heute. Ich gehe noch ein letztes Mal, lasse ich mir nochmal die Gleisgeschwindigkeiten hier einblenden und
setz nochmal entsprechend die Geschwindigkeitstafeln und Geschwindigkeitsvorankündiger. Haltepunkttafel wird noch gesetzt. Dann auch hier diese Hinweistafel, dass dort die Oberleitung endet. Wichtige Details. Also ohne die Mod wäre es auch nur halb so schön. Diese ganzen Hinweistafeln, das ist schon großes Kino. Und zu guter Letzt gehen wir hier nochmal dran. Kann man natürlich auch nicht so stehen lassen, hier die ganzen Oberleitungsmasten, die irgendwo mitten in der Schiene stehen oder mitten in den Weichen. Das geht doch nicht. Und stattdessen wird das eben hier mit den Oberleitungsmasten ausgestattet. Die Dinger habe ich auch noch installiert. Wo die herkommen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht auswendig, was das für eine Mod ist mit diesen Mittelmasten. Die sind ja eigentlich auch ganz brauchbar. Aber die habe ich ja total vergessen. Ewig nicht benutzt. Na gut, und das übliche Spiel, Abspannmasten werden noch bestückt und so weiter und so fort. Und dann sind wir auch durch mit der heutigen Zeitraffer. So, war zugegebenermaßen vielleicht so ein bisschen chaotisch und doch das ein oder andere Thema durcheinander gewürfelt. Aber wie gesagt, das musste jetzt einfach mal von der Platte runter. Alles so grob zum Thema Streckendeko. Und da wird es dann sicherlich nochmal eine Neuauflage geben mit den heutzutage zur Verfügung stehenden Methoden. Ist ja doch alles ein bisschen mehr geworden. Man hat einfach mehr Möglichkeiten durch die ganzen Mods, die mittlerweile noch erschienen sind. So, gefilmt habe ich, ja, bin relativ nah dran gegangen an die Bahnanlagen und habe kreuz und quer auf der Karte in der Gegend rumgefilmt. Und das alles mit einer ein bisschen höheren Brennweite. Also die Bilder, finde ich, Bildqualität gefällt mir sehr, sehr gut in dieser Folge. Ich glaube, ich werde mal in der Zukunft, in den nächsten Folgen, wenn ich dann eben so bewegte Bilder einfange, werde ich da immer mit einer etwas höheren Brennweite filmen, weil das sieht halt schon echt sehr gut aus. Bislang hatte ich meistens immer so 35 mm ungefähr, das sind jetzt 55 mm und das gefällt mir fast am besten, muss ich sagen. Weil die ganzen Züge einfach schön zur Geltung kommen, man kann die ganzen Details relativ gut erkennen, auch wenn die Züge sich in Bewegung befinden, so, das ist schon eine gute Brennweite. So, dieser Hafen im Hintergrund rückt auch immer näher. Da fehlen halt jetzt noch so die letzten Details. Es wird nochmal ein, zwei Sequenzen geben hier in dieser Folge, wo man nochmal ein paar Bilder von diesem Hafengelände zu sehen bekommt. Und dann die eigentliche Bastelfolge dazu wird es halt geben, wenn dort die Teilarbeit abgeschlossen ist. So, bunt gemischter Schüttgutzug. Und der fährt auch komplett aufs falsche Gleis, wie ich gerade gesehen habe. Muss ich die Linie nochmal ein bisschen korrigieren. Das war jetzt gerade nochmal die 151, die ich neu installiert habe. Und auch generell zum Thema Neuzugänge. Ich habe nochmal ein bisschen gestöbert bei der Modwerkstatt. Also weil manchmal gehen die Sachen echt an mir vorbei. Da ist mittlerweile auch ein Paket erschienen. Dort sind die ganzen, wahrscheinlich nicht die ganzen, aber viele Altbauloks halt einsortiert. Das nennt sich Legacy-Paket oder so ähnlich. Also schaut einfach mal, geht mal auf modwerkstatt.com, schaut dort im Download-Bereich für Transport Fever 2 nach. Da sind mittlerweile schon wieder ein paar neue Sachen erschienen. Und dieses sogenannte Legacy-Paket beinhaltet halt Altbauloks, also sowas wie E10, E40, aber eben auch Baureihe 140 zum Beispiel. Und ich glaube auch die 141 ist dabei und die 110. Und das ging wirklich total an mir vorbei. Und die scheinen wohl auch nochmal neu gebaut zu werden. Also steht zumindest dabei, dass das jetzt eben alte Modelle sind, aus Train-Fever-Zeiten noch teilweise. Und dass wohl schon der Plan besteht, das alles nochmal neu zu bauen. Also können wir uns auch drauf freuen. Und mir gefallen diese ganzen alten Baureihen ja ausgesprochen gut. Und als ich da so ein bisschen gestöbert habe und mich mit neuen Loks eingedeckt habe, eben unter anderem auch die 151, die wir heute auch nochmal ein paar Mal durchs Bild fahren haben werden, sind mir auch Dieseltankstellen aufgefallen. Ging total an mir vorbei, genauso wie dieses Legacy-Paket. Also auch Dieseltankstellen sind mittlerweile verfügbar.
Also das füllt sich alles ziemlich. Und gerade bei der Modwerkstatt, also zum Bereich DB-Loks, findet man halt wirklich mittlerweile ultra viel. Das ist echt eine mittlerweile sehr, sehr große Auswahl geworden. Aus alten Loks, aus moderneren Loks. 103, 151, 181, 111, 110, 101 und so weiter und so fort. Und die ganzen modernen Trax-Baureihen und die 185. Also, da hat sich wirklich einiges getan. Und eine meiner Lieblingslokomotiven, die 151. Zeitlos schön. Die schwere Güterzuglokomotive. Kommt gerade von der Raffinerie offenbar. Nee, Quatsch, kann gar nicht sein, weil da ist ja keine Oberleitung. Nee, die kommt irgendwo anders. So, die 1440 schiebt sich nochmal ins Bild von der S-Bahn Rhein-Ruhr. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass diese Baureihe im S-Bahn-Dienst unterwegs ist. Aber scheinbar ist es so. Auch ein super schönes Modell geworden, also muss man sagen. Der Kaloid, der hat es wirklich drauf. Großes Kino auch mit diesen ganzen Dachaufbauten. Echt gut getroffen, das Ding. Schön, schön. Ist jetzt eben auch hier im Linienbetrieb auf der Karte unterwegs. Als Regionalexpress in dem Fall. Zwischen Karlsberg Hauptbahnhof und ich glaube, der fährt auch bis Königsburg runter. Wäre also auch ein ganz trefflicher Kandidat für irgendeine der kommenden Führerstandsmitwagen. Und da gibt es übrigens abschließend dann ganz am Schluss der Folge auch nochmal kleine Schmankerl zu sehen, so ein kleiner Ausblick, wie die neuesten Bauabschnitte, die wir jetzt neulich erst in der Mangel hatten, so entlang dieser viergleisigen Strecke hier mit dem Königsburger Westend und diese ganzen Geschichten, wo die Schnellfahrstrecke entlang läuft. Da habe ich dann nochmal ein paar Minütchen raus holen können, also aus Führerstandsperspektive einfach. Und wenn das alles fertig ist, machen wir natürlich da auch eine ausgedehnte Führerstandsmitfahrt. So, den hat man, glaube ich, noch gar nicht fahren sehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihm noch mal ein bisschen Screentime spendiert hier. Und die 151 von Hector Rail, als Baureihe 162 geführt, schiebt sich durchs Bild. Auch in diesem großen 151er Paket enthalten. Sehr, sehr schönes Ding, wie ich finde. Und auch echt eine nette Lackierung. Ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister bei diesen ganzen Privatlackierungen, aber da sind schon ein paar ganz nette Farben mit dabei. Also dieses, der Grauton mit dem Orange in Kombination sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ja, wunderbar. Ja, schön romantisch den Fluss entlang hier mit den ganzen Festungen oben auf den Bergen drauf. Den habe ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen modernisiert, weil die sind ja bislang auch alle wirklich total bunt gemischt durch die Gegend gefahren. Wird auch so bleiben, also einige von denen werden erhalten bleiben, aber den habe ich jetzt mal hier in Verkehrsrot vereinheitlicht, den Kollegen. Dann haben wir hier nochmal den Kollegen von der Hector Rail. Kleine Güterzugbegegnung an der Stelle, beziehungsweise Zugbegegnung. Wird schon langsam. Ja, es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Abschnitte, wo ich eben wirklich so weit rauszoomen kann und das dann wirklich so dioramamäßig wirklich schon schön aussieht. Aber hier ist mal so eine Stelle, wo sich doch schon einiges getan hat, wo sich einfach das ganze Gebastel schön ausgebreitet hat und dann auch noch in Kombination mit ein bisschen Schiffsverkehr hier unten. Das ist schon nicht so verkehrt. Das war jetzt RBH. Auch wieder 151. Ich habe einige auf die Reise geschickt. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben, aber die 151 ist schon sehr, sehr wichtig.
Und das ist jetzt auch im Übrigen dieser Bauabschnitt, den man ganz am Anfang der Zeitraffer gesehen hat, wo ich diesen Bahndamm so ein bisschen ausgestaltet habe, ein bisschen begrünt habe. Das ist jetzt nochmal dieselbe Ecke. Das wird auch, also hat noch keinen Namen, diese Stadt, aber wird auch so eher eine Kleinstadt mit einem Durchgangsbahnhof, wo ein paar der Fernverkehrszüge halt inzwischen halt einliegen. Also ich werde das aufteilen, so die Hälfte wird hier ungefähr halten, der Fernverkehrszüge, und die andere Hälfte fährt hier durch. Es wird noch Durchgangsgleise geben. Und auch diese Schallschutzwand habe ich dort mal verbaut von Huge Dragon. Ich glaube, das nennt sich Urban Expansion Paket. Da sind eben diese Schallschutzwände mit enthalten. Ein alter Bekannter dieser Bahnübergang, der befindet sich ungefähr dort, wo der Steinbruch ist, den wir vor ein paar Folgen mal ein bisschen thematisiert haben. Und hier die Kombi gefällt mir gut, mit dem bisschen Gebüschzeug hier und dann diese Leitplanke mit eingebaut. Das ist eine schöne Geschichte. So, der darf auch nochmal vorbeirollen. Auch diesen Bauabschnitt hatten wir erst neulich in der Mangel, wo die Brücke so ein bisschen ausgestaltet wurde und hier so ein paar Grundstücke dazugekommen sind. Hat sich auch alles ganz nett entwickelt. So, dann hier nochmal ein paar Ausschnitte von dem Hafengelände. Von einem der Häfen. Wollte ich eigentlich auch schon viel früher bringen, mal gezeigt haben, aber wie gesagt, da fehlt halt einfach noch so die letzte Detailarbeit. Das muss alles noch ein bisschen zugewuchert werden. Personenassets fehlen und generell einfach noch ein paar kleinere Details. Das ist einfach noch doch etwas unfertig, die ganze Geschichte. Also die grobe Arbeit ist getan. Jetzt muss ich mich nochmal eine Stunde dran setzen oder so. Und ich glaube, dann habe ich auch die Detailarbeit hinter mir. Und dann wird es das auch in einer Folge zusammengefasst zu sehen geben. Dann sind wir hier nochmal in Friedrichsburg. Hatte ich auch schon in einer eigenen Folge mal alles präsentiert. An der Stadt selber hat sich nichts mehr getan, aber dort sind jetzt die Strecken halt, die bislang hier geendet sind, verlängert worden. Also bislang hatte ich ja praktisch alle Linien, die aus Karlsberg, aus der ersten Stadt gekommen sind, sind nur bis hierhin gefahren und mussten halt dort wieder wenden, weil einfach die Gleise noch gefehlt haben. Und jetzt habe ich hier eben auch die Gleise von Friedrichsburg ausgehend nach Königsburg verlängert. Das ist die viergleisige Strecke, die wir schon ein paar Mal thematisiert haben. Und dadurch rollt halt jetzt auch endlich mal der Fernverkehr. Und nicht jeder Zug wendet hier direkt wieder, sondern die fahren eben alle durch. Und genau das war ja auch ursprünglich mal der Plan. Hat lang genug gedauert, bis das jetzt mal endlich irgendwie, bis zumindest die Schienen mal verlegt waren. Aber jetzt funktionieren halt die Linien auch mal endlich vernünftig. Und durchaus nett anzusehen. Verschiedenstes Rollmaterial, bisschen Regionalverkehr hat sich hier noch dazu gesellt. Und ursprünglich ist das so ein bisschen so ein Stiefkind gewesen. Ich hatte auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte nicht so richtig Bock drauf, diesen Bauabschnitt zu basteln irgendwie. Aber ich brauchte halt noch irgendwie einen Durchgangsbahnhof, auch in Kombination mit ein bisschen Güterbahnhof. Aber im Endeffekt ist es doch ganz nett geworden. Also erstaunlich gut. Bin nur noch am Überlegen, ob ich nicht doch noch die Bahnsteigselemente austauschen sollte. Also die Module durch diese niederländischen ersetzen. Gerade bei dem ganzen Fernverkehr, der hier doch unterwegs ist, wäre halt eine vernünftige Bahnsteigkante schon angemessen. Super schade, dass das nicht von Urban Games selbst bedacht wurde. So, dann sind wir hier nochmal, wo sind wir denn? Am viergleisigen, am neuesten Bauabschnitt angekommen. Nochmal rund um diese Schrebergartenkolonie habe ich nochmal ein paar Bilder eingefangen. ICE 4 und der tschechische Railjet. Sagen Sie nochmal Hallo. Wie gehabt, S-Bahn-Betrieb mit Baureihe 420 betrieben.
Das gab's alles schon vor ein paar Folgen zu sehen, inklusive Battlezeitreffer. Und dann gibt's jetzt auch nochmal einen kleinen Ausblick auf den nächsten größeren Bauabschnitt entlang dieser Strecke. Das befindet sich dann hier. Dieser Bahnhof wird dann auch dazu dienen, den Regionalverkehr vom S-Bahn-Verkehr zu trennen. Deswegen gibt's ja auch ein paar mehr Bahnsteige. Und rechts im Bild dieser Abzweig, der so ein bisschen den Berg hochführt, also was man ganz hinten sehen kann, das wird dann die S-Bahn-Strecke werden. Die wird hier abgezweigt. Und diese viergleisige Strecke läuft dann eben Richtung Friedrichsburg weiter, aber dann eben nur noch für den Fernverkehr und für die Regionalexpresszüge. Und auch hier wird es einige durchaus ganz interessante Bastelthemen geben. Und auch hier kann man das Kirchenpaket, glaube ich, jetzt zum ersten Mal endlich sehen. Wird hier natürlich auch direkt schon massiv verbaut. So, abschließend nehmen wir noch mal Platz für wenige Kilometer hier, zumindest durch den Bereich hindurch, der hier schon einigermaßen fertig ist. Die viergleisige Strecke mit der etwas tiefer gelegten Schnellfahrstrecke, nochmal schön aus der Führerstandsperspektive. Und das ist schon ungefähr, oder das kommt dem, was ich haben wollte, schon sehr, sehr nahe, muss ich sagen. Also gefällt mir persönlich durchaus sehr, sehr gut und macht Lust auf mehr. Also ich glaube, die Führerstandsmitfahrt wird wahrscheinlich dann so ziemlich die beste erstmal werden, die wir auf dieser Karte veranstalten werden, wenn wir durch diesen Bereich hier durchfahren. Ausgehend da aus Königsburg schön im Dresdner Hauptbahnhof starten und dann hier mal über die Strecke. Jetzt beschleunigt er auch schon ganz gut. Also die Züge erreichen auf jeden Fall 200 km/h und teilweise auch mehr. Kann man schön mal ein bisschen rasen. Parallel dann immer der S-Bahn und Regionalverkehr. Das wird, glaube ich, echt eine ganz nette Geschichte hier. Und dann langfristig geht das natürlich dann bis Karlsberg runter. Also da ist man dann sicherlich eine halbe Stunde unterwegs. Würde ich mal vermuten. Über die ganze Länge der kompletten Karte. So, das eben jetzt schon mal so als kleinen Ausblick auf die Dinge, die da noch irgendwann kommen werden in absehbarer Zeit. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!